Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Im letzten Part ist Axel wieder aufgetaucht und deswegen geht's direkt mit ihm wieder weiter. Lass uns die Show beginnen. Jawohl. So, mal gucken, was Dimmix zu sagen hat. Shion, was weiß ich, Mann. Sie ist wahrscheinlich auf einer Mission. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Heute schicke ich Axel mit dir los. Ja, nice. Like old friends again. Oh, nicht schon wieder, Grabber. Menoe. Oh, yes. Aber zum Glück sind die Level alle eigentlich so voll mini, außer Twilight Town. Hm. Wollen wir die Sache schnell erledigen? Ja. Schon wieder so Jumpscares von irgendwelchen Leuten, die York das nicht kennt. Oh, das ist schon wieder eine Kiste wie bei einem anderen. Beim letzten Part auch. Sammle Herzen. Okay, will ich ja gern, wenn Herzlose kommen. Oh, Carlo. Ich meine natürlich, wer ist das denn? Den kennen wir eigentlich noch gar nicht. Wo ist der bloß? Er muss hier irgendwo sein. Wer ist das? Was hat er vor? Letztes Mal wäre er nicht hier. So viel steht fest. Hm. Ah, ich gebe nicht auf, solange ich keinen Eingang gefunden habe. Und wenn ich die Lampe da unten erst gefunden habe. Werden sich alle meine Wünsche erfüllen. Er glaubt, eine Lampe erfüllt ihm seine Wünsche. Ja, komischer Kerl. Neuer Plan, Roxas. Unsere neue Mission lautet, dem Klopster folgen. Was? Aber wir sollen doch Herzen sammeln. Bekommen wir keinen Ärger, wenn wir einfach... Verdächtige Personen zu beschatten, ist ein wichtiger Teil unseres Berufs. Aber mit Missachtung wird damit nicht unsere Befehle. Nein, ich würde eher von Flexibilität sprechen, alles klar. Außerdem haben wir danach immer noch jede Menge Zeit, Herzen zu sammeln. Na gut. Gut, dann sind wir uns ja einig. Roxas, das Wichtigste ist, ihn nicht aus den Augen zu lassen. Und natürlich, dass du ihm nicht unter die Augen kommst. Folge das Ziel, indem du dafür sorgst, dass es in deiner blauen Zone bleibt. Vorsicht, wenn er entkommt oder du seine rote Zone betrittst, wirst du erwischt. Okay. Huch, Alter, die rote Zone ist ja ganz schön groß. Wieso hat er Leben? Aber ist ja egal. Ich glaube, der darf einfach nur nicht so weit weg sein. Die Zone bei mir ist an sich wahrscheinlich eher nicht so wichtig. Hey, Carlo. Such mal. Finde. Hm. Gehst du links, rechts? Ich denke mal, er geht links, aber vielleicht geht er auch nach rechts. Oh, okay. Perfekt. Ich bin einfach schlau. Ich habe das Vorahnungshaki. Aus One Piece. Oh, was jetzt? Huch. Aha. Ich könnte schwören, jemand hat mich beobachtet. Hier muss es spuken. Na toll. Ich habe den roten Faden verloren. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Ah, fuck. Hm, er ist schlauer, als er aussieht. Lass ihn bloß nicht aus den Augen, Roxas. Und komm ihm nicht unter seine. Hey, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder ist es einfach zwangsmäßig so? Lag da irgendwas? Keine Ahnung. Es sollen 8 Truhen hier sein. Wahnsinn.
Warte mal, ich will ihn nicht anvisieren. Okay, weil dann kann ich mich so die Kamera bewegen. Das hat mich gerade echt genervt. Hey, Carlo. Bang. Immer wenn ich stehen bleibe. Huch. Ach nee. Was ist das denn? Ich weiß nicht mal warum. Es passiert einfach. Was ist das denn für eine Scheiße? Darf ich vielleicht nicht rennen oder was? Kapiere ich nicht. Was mache ich denn falsch? Hä? Hey, was mache ich denn falsch? Ich verstehe es nicht. Was darf ich denn nicht machen? Wie wär's denn mal mit einer Erklärung spielen? Oder ist der raus aus meiner... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es halt echt nicht. Keine Ahnung, was das Problem jetzt ist. Aber super nervig. Super, super nervig. Ich kann ja auch nicht langsamer gehen. Deswegen nervt das ja auch so. Weil man keine Ahnung hat, warum es auf einmal verkackt wird. Okay, geht zum nächsten Bereich. Ey, wenn ich das da jetzt auch verkacke und er deswegen nochmal neu anfängt, dann ist es ja richtig behindert. So, Carlo Marlo. Oh, ich hoffe, dieses Spiel hat nicht noch mehr so komische Assassin's Creed-Verfolgungsmissionen. Echt, sowas hasse ich ja. Bin ich kein Fan von. Definitiv nicht. Er geht im Kreis. Oder darf ich vielleicht nicht zu nah an ihn dran? Oh. Warum starrt er die Wand da an? Roxas, wenn wir alles wüssten, müssten wir keine Nachforschung anstellen. Bingo! Endlich habe ich ihn gefunden. Das war doch die Wand, wo es hieß, die ist schon mal eingestürzt und nochmal neu zugepflastert worden, oder nicht? In vor, keine Ahnung, 3, 4, 5, 8 Parts oder so. Sesam, öffne dich! Eine Geheimtür mitten in der Stadt? Wieso? Wo führt sie hin? Das wird uns unser Freund sicherlich gleich zeigen. Bleib an ihm dran und zwar möglichst unauffällig. Ach nee. Ich wieder verfolgen, bitte. Ich wäre nie darauf gekommen, dass sowas hier sein könnte. Das kann man wohl sagen. Das ist ein netter kleiner Bonus. Das ist eine Kiste. Vielleicht ist da hinten auch noch eine. Keine Ahnung. Nö, da kommt man erst gar nicht hin. Na dann, rein in den Schlund. Die Höhle ist größer, als sie von draußen aussieht. Hey, wir haben ihn verloren. Und was jetzt? Schätze, wir müssen aufgeben. Sammeln wir weiter Herzen. Willst du nicht nach ihm suchen? Nein, ich wüsste gerne, was er vorhat, aber hey.
Was wir in dieser Höhle gefunden haben, reicht als an Glanzleistung für heute. Außerdem wäre es viel zu viel Arbeit, so eine große Höhle zu untersuchen. Was ist jetzt mit dem wichtigsten Bestandteil unseres Berufs? Wie ich schon sagte, Flexibilität. Haha, oh, ich verstehe. Ey, jetzt lass uns diese Mission endlich erledigen. Ja, aber echt, ey. Da drinnen, oder was? Bam. Bei mir? Untersuchen. Auf dem Boden sind ein paar tiefe Furchen. Man muss hier etwas Schweres entlang gezogen haben. Ja, das Ding wahrscheinlich. Kannst du es schlagen, oder? Bam! Um irgendwo hochzukommen. Da drüben zum Beispiel. Aber selbst wenn, da komme ich nicht hoch. Okay, das geht nicht. Perfekt. Alter. Ich kann es überall hinboxen. Ich dachte nur da, wo die Dinger sind. Ja, komm, Axel, mach mal deinen Job, ne? Bam! Oh, Feuer, komm her. Komm her, hab ich gesagt. Ja, was ist das? Das sieht aus, als könnte man da durch. Dark Souls 3 gegenrollen mäßig. Yeah. Dam, da, dam, dam. Das ist auch nervig, ne? So Kisten immer hin und her schieben, damit das, damit man irgendwo hin kann. Bin ich jetzt hier bei einem komischen Rätselspiel gelandet, oder was? Oh, das müsste... Oh. Ist das so eng, oder was? Ich komme da gar nicht rauf. Ja, doch, geht schon. Da. Ja, moin. Du hast sie so kackfähig. Ach man, ich hasse sie. Ich hasse alles, was fliegen kann. Und immer so langsam von einem wegfliegt. Das sind die nervigsten Gegner in jedem Spiel. Da ist etwas in der Mitte eingelassen. Das sieht wie eine Art Mechanismus aus. Ja, okay, also. Ja, gut, ich kann nicht. Oh. Nein. Wo ist der Zinn? Ja, da unten. Ja, perfekt. Ich hasse solche Gegner. Ich hasse sie. Das ist er weg. Das ist er despawned. Nervige Scheißgegner. Das ist auch eine echt nervige Quest hier gerade, finde ich. Oh, spawnst du bitte wieder? Danke. Anvisieren funktioniert wieder super. Komm her jetzt. Ach man, ich hasse dich. Okay, perfekt, weg. So, und da kann ich nicht weiter, weil dieses Mechanismus-Ding. Okay. Probieren wir es mal mit dem Feuer, oder? Komm. Okay, bringt gar nichts. Kannst du ja auch nicht schlagen, weil sonst will ja sofort wieder damit reden. Ja, dann hauen wir mal wieder 3 Minuten das Ding irgendwo anders hin. Jetzt haben wir da ganz hinter. Dauert ein bisschen. Kann ich leider nicht ändern. Auch das Anvisieren bei dem Teil geht nicht so wirklich, wie man es möchte. Ach lol, wo kommst du denn her? Bam. Komm her jetzt. Büro-Splitter. Ah, ist das eine Kacke, ey. 100 Jahre mit Kistenschieben verbringen. Also wird die Folge auch wieder gefühlt nur, ja, eine einzige Aufgabe. Kistenschieben. Ja, okay, perfekt. Wie mache ich das jetzt? Wie kriege ich die Kiste jetzt da weg? Gar nicht. Jetzt mal ernsthaft, die kriege ich ja gar nicht weg. Jetzt muss ich echt von Wand zu Wand schieben. Aha. Das ist ja super nervig. Das ist ja super nervig, ey. Boah. Wobei, vielleicht krieg ich sie auch da gar nicht mehr weg.
Ah doch, das geht. Oh Mann. Ich hasse mein Leben. Oh, jetzt wird es wieder spannend. Gehst du weg? Ja, perfekt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, perfekt. Ach, meine Fresse, ist das eine dumme Kacke. Was ein dummes Ding. Kann ich da einfach weggehen? Muss ich das hier machen? Ich denke mal, ich muss ihm nicht sagen, oder? Komm, gehen wir mal zurück. Hoffen, dass da jetzt Gegner spawnen. Gegner. Bitte. Nein, es sieht nicht so aus. Ach komm. Als ob ich die jetzt in der scheiß Höhle machen muss. Oh, was eine lästige Kacke. Das ist jetzt schon meine größte Hassmission. Wegen diesen Kackkisten. Oh, ist das dumm. Das ist ja übel dumm. Ich hab Hunger. Ich bin gereizt. Ich glaube, nach der Folge esse ich was. Ja, perfekt. Wenigstens ist die Kiste jetzt nicht mehr so dumm an der Wand. Aber trotzdem hat diese scheiße Aufgabe ausgedacht. Na gut, dann werde ich ab sofort einfach rein rauslaufen. Perfekt. Statt die Kiste einfach wieder zurückzuschieben. So, bitteschön. Musst du noch kommen, denke ich mal. Ja, das sollte reichen. So. Ach, perfekt, die sind ja gleich hoch. Wow. Ah, Schalter. Ja, ist super. Jetzt soll ich wieder alles dahinter schieben. Das bleibt ja gespeichert, behaupte ich mal. Ich hab keinen Bock, zwei Teile dahinter zu schieben. Ja, und wieder rein. Die Hoffnung, dass das wirklich gespeichert ist. Kann ich das von hier sehen? Ja. Was? Die Tür ist wieder zu, oder was? Bin ich dumm, ist die jetzt zu? Ich sehe es halt nicht richtig. Ey, jetzt muss ich halt echt nachgucken, ne? Wenn sie jetzt zu ist, dann werde ich kurz pausieren und das machen. Boah, ist das dumm. Wenn die jetzt zu ist, raste ich echt aus. Weil das ist halt echt eine dumme Scheißaufgabe. Die regt mich richtig auf. Und nochmal. Dumme Scheiße. Wehe. Da muss ich halt echt aufpassen, dass die Scheißkiste nicht zu nah an der Wand dann ist und alles. Passt schon. Wie, die ist jetzt zu. Nein, die ist halt jetzt echt zu, oder? Ey, das ist doch nicht deren Ernst. Was ist das denn für ein Kack? Überall speichert's, oder was? Nur jetzt hier bei dem Ding nicht. Ah, bis gleich. So, jetzt haben wir das erledigt. Was eine Kacke. Jetzt noch mehr sowas kommt. Boah. Dann werde ich sauer. Oh, großen Maul. Ja, das bin ich auch gerade. Nur meckern. Aber ja, lecker Maul. Ja, weg. Bam. Trompetengesicht. Da hinten ist schon wieder so eine Pflanze. Die müssen wir auch mal eben verprügeln. Aber zuerst dieses Ding da. Groß Maul. Ich habe auch echt wenig Punkte für diese Herzlosen hier. Aber wenn es später noch mehr braucht, dann und man so gefühlte Übel rumsuchen und rätseln und muss, ey, dann, weiß ich nicht. Potion. Oh. Ich weiß nicht, was ich mit Potion auf dem Rang, den ich habe, brauche, ey. Was will ich damit? Was schon wieder so ein
Umguck-Ding. Nein. Ach so, okay. Boah, ich dachte, das steht irgend so Kack, was man... Okay. Dinger bewegen sich jetzt. Oh, da ist ja noch einer dahinter. Hast du den zwei da gesehen? Nicht die drei. Daneben, daneben. Aber wenigstens mache ich das mit Axel zusammen. Nicht alleine. Auch wenn Axel die ganze Zeit daneben schlägt. Mensch, Axel. Huch. Wer bist du denn? Die Herzdosen kenne ich gar nicht. Große Rüstung. Hey, wie soll man denn... Hä? Kann man den nur auf den Kopf hauen, oder was? Oder ist das einer, den man von vorne angreift? Ich check's gerade nicht. Ach nee. Hä? Ja, anscheinend auf den Kopf nur. Beziehungsweise... Oh oh. Ach, keine Ahnung. Solange der kaputt geht, ist mir das egal. Auch wenn Axel gefühlt alles macht. Ja, perfekt. Aua. Ui. Und weg mit dir. Nein, komm, in einen Schlag da. Bam. So, und fertig. Super, und jetzt darf man... 5 Kilometer zurücklaufen. Ach so. Oder man wird direkt da gespawnt. Ja, nice, Alter. Zurück. Ach ja. Euch ist ja bestimmt schon aufgefallen, dass hier bei Kingdom Hearts die Folgen nicht alle so im Durchschnitt 30 Minuten sind, sondern sehr stark schwanken, auch was Mitte 20 oder sowas angeht. Das liegt halt wirklich an den Cutscenes, weil ich lese die halt eigentlich. Aber auch, dass ich die Cutscenes von der Movie-Version nehme, also von den von der Remix-Sorte. Ja, sind die halt natürlich nicht in meiner Lesegeschwindigkeit, sondern in der Synchro-Animationsgeschwindigkeit. Und das macht halt echt einen größeren Unterschied, als ich dachte. So, gehen wir zurück. ZZS, oder zurück zum Schloss. Ich werde mir das so krass ins Gehirn brennen. Na, das wär's. Bereit zum Aufbruch? Yep. You know, you're more cheerful. You really think so? I was thinking the same about you. Yeah, well, I guess. He must have rubbed off on me. Huh? Nah, it's thanks to you that we get to sit here again and laugh while having ice cream. I wonder if Shion's gonna show today. Ja, bist schon fertig. Oh, Vita. Wir schon mit 2. Ja, Vita ist geil. Park 73, das verspricht. Wobei, da ist wahrscheinlich Vita wie, ja, einmal, außer ich benutze Äther. Was also komplett dumm ist, ist wieder ein Item. Ist sie. Hey, Roxas. Axel, hast du Shion gesehen? Shion? Hm. Jetzt, wo du es erwähnst? Nein. Ich habe sie die letzten 10 Tage nicht gesehen. Ich bin gleich nach ihrem Beitritt zum Schloss des Infants gereist. Ich habe einiges verpasst. Ich fühle mich schlecht. Ich habe ihr versprochen, wir würden zusammen Eis essen. Sag dir was. Ich höre mich mal bei Sykes um. Sie ist deine Freundin, oder? Ja, danke, Axel. Neuen Drag. So, da auf jeden Fall ist er noch da. Der Pokerface-Mann. Bin gestern spät nach Hause gekommen. Schwer mit so wenig Leuten. Oh je. Die Stimmung ist angespannt.
Hast du ein paar Pyrosplitter, Roxas? Gib mir einen. Fischsplitter überreichen. Yes. Nimm das dafür. Cyanidsplitter. Okay. Ich frag ihn nach Shion. Kümmer du dich um deine Mission. Und dann schauen wir mal, was das für eine Mission ist. Bei deiner heutigen Mission wirst du eine neue Welt besuchen. Oh, okay. Besiege den Feldwebel. Ja gut, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi.